Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und wir trainieren uns noch ein paar Fähigkeiten an. Hab ich mal irgendwas am Lichtschwert? Ne, ich glaube, ich bin komplett durch, oder? Ja, ich bin komplett durch, alles klar. Hier die Konzentration länger festhalten? Nein. Paradeschub für dich auch nicht. Starkes Heben. Call me in! Bis zwei, was sind die hier? Auch alles Zweier. Drei sogar. Längeres Festhalten. Hm, vielleicht mache ich das noch. Ich bin hier von der Verwirrung oder so. Obwohl, ich habe noch Druck. Na komm, rein da. Kann ein bisschen verlängern. Ist schon okay. Ist schon okay. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Irgendwo ist hier, glaube ich, auch ein Gerücht. Weiß nicht mehr welches, aber hey, das finden wir jetzt raus. Hier ist wieder Party. Willst du noch einen? Oh, ich bin nicht in Stimmung zum Trinken. Oh. Hast du es nicht gehört? Kell hat sie aus der Raiders-Basis rausgeholt. Ach, das ändert nichts für mich. Leere Taschen, ein leerer Platz neben mir. Da kann ich dir nicht helfen, Großer. Aber sag Bescheid, wenn ich mich um das leere Glas kümmern soll. Gut geschrieben, Nitscha. Mach ich, Monk. Wie wäre es mit einer Erfrischung, weil du sie unversehrt zurückgebracht hast? Aufs Haus, versteht sich. Ich bin nicht durstig, danke. Warum gibst du Bord nicht einen Drink aus? Ohne seine Hilfe hätte ich sie nicht retten können. Gut, aber trotzdem schulde ich dir was. Dass das alte Mädchen sicher zurückgekommen ist, ist das Gesprächsthema im Saloon. Ich weiß, was du bist. Nur damit du es weißt. Nice. Ach was. Natürlich. Dein Verhalten. Das Schwert an deinem Gürtel. Das ist sehr hübsches Schwert. Ich werde natürlich nicht sagen. Warum nicht? Mit dem Kopfgeld kämpfst du von hier weg. Und ich habe dir schon genug erzählt, dass mir ein Platz in einem imperialen Gefängnis sicher wäre. Dann muss ich wohl auf Ehre unter Gesetzlosen setzen. Ich weiß, wie es ist, wenn dir eine Pechsträhne die Kehle zuschnürt. Und ich respektiere jeden, der weiterkämpft, wenn die Chancen schlecht stehen. Du bist schwer zu durchschauen, Moran. Dann habe ich es noch in mir, wie man so schön sagt. Und wie bist du vom Lärm auf Riosa dazu gekommen, Produzent zu werden? Ich habe ein paar unbearbeitete Schau mal, ob ich neue Texte zusammengestellt kriege. Und an Freunde verteilt. Das sprach sich dann herum. Ich bekam genügend Auftritte, um eine Karriere zu starten. Irgendwann hat jemand mit Einfluss auf der Durchreise meine Sachen gehört. Sie hatten mit Max Rebo gearbeitet. Da dachte ich mir, die sind cool drauf. Max Rebo? Das ist echt cool. Exakt. Es ging dann um ein paar Auftritte in Kern. Als sie Kern sagten, dachte ich an Chandrilla. Aber sie meinten Coruscant. Also ging ich dorthin. Genieß die Beats, Kerl. Kerl, sieh dir diesen Saloon an. Monk hat richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich habe geholfen, indem ich mich nicht eingemischt habe. Wusstest du, dass es auf dem Dach einen Garten gibt? Ja. Ja, habe ich schon gesehen. Weißt du, was ich an Pflanzen mag? Wenn ich mit ihnen rede, können sie nicht einfach weggehen. Richtig, noch nicht. Und der reißende Fluss wird geteilt durch die Klinge des Steins. Welche Klinge? Welcher Stein? Was ist Die beiden sind neu. Stein oder Wasser? Ich würde einen Raider nicht mit Wasser bekämpfen. Falls das dein Vorschlag ist. Aber ist der Lauf des Flusses sein Geburtsrecht? Ist der Stein schuld an seiner Form? Ich dachte, du wüsstest alle Antworten. Psst, pass auf, Dana. Ich glaube, sie erzählt uns von einem Schatz. Lasst ihr beide euch die Zukunft vorhersagen? Wir versuchen es, aber wir kriegen von ihr keine klare Antwort. Sag das nochmal, ja. An schlammigen Küsten windet sich ein Fluss. Ein Ufer aus Schuld. Ein kaputtes Band. Oh, jetzt kapier ich. Sie sagt, in irgendeinem verschlammten Fluss wartet ein großes Ding auf uns. Ach, du hörst nur, was du hören willst. Für mich klang es wie eine Warnung. Einer vor etwas Bedrohlichem. Was hältst du davon, Kerl? Da draußen ist es gefährlich. Ich würde eher auf meine Instinkte vertrauen als auf Wahrsagerei. Siehst du, der Junge versteht's. Wer hat je den Coup seines Lebens gemacht, indem er vorsichtiger war? Du hast
bist ein Laufkerl. Ja. Ich hab noch einen Tipp für dich. Ah, nice. Was denn? Lass hören. Ein Kopfgeldroide namens Mash hat im Funk der Brut über das Labor auf dem zerstörten Mond herumgefaselt. Bring ihn zum Schweigen, ja? Er ist eine Schande für den Berufsstand, wenn du mich fragst. Wir kümmern uns darum. Früher oder später. Guter Junge. Mhm. Kann ich meine hier nicht mit den... Ist unschlagbar. Zwei habe ich. Meine Güte! Ich habe etwas, das Kerl kaufen will. Es gibt immer was zu tun. Ich nehme das hier. Gib mir die Pucks. Ah, ein paar Druidenhaken. Es ist okay. Ja, wir haben oben was. Das ist ein bisschen voller geworden. Als du hier das erste Mal reingekommen bist, wollte ich dich raus. Rufer wird hier stehen und... Cool. Einige Prospektoren haben mir von einem seltsamen Gebäude erzählt. Sie sprachen von einem unverwechselbaren Eingang. Könnte eine dieser Meditationskammern sein. Ja, das denke ich auch. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Kein Problem, Thor. Kein Problem. Ich kann nicht glauben, was sie beinahe zugestoßen wäre. Ist ja alles gut ausgegangen. Den Sternen sei Dank, dass du ihr helfen konntest. In meiner Schulzeit wurde mal einer der Archivdroiden von einer Energiewoge zerstört. Damals konnte ich nur daran denken, dass meine Holo-Ausdrücke hinüber waren. Ich war so blind. Mach dir keine Vorwürfe. Wir lernen alle jeden Tag was dazu. Sie! Kerl, wie schön, Sie zu sehen! Ich freue mich auch, Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Die habe ich auch. Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Wie praktisch, dass wir ein paar haben. Schön, dass ich das mit einem Freund teilen kann. Bonuslot haben wir schon. Elbe. Also wir haben schon mal daran kein Interesse. Wir haben Interesse an den Bonussen. Findet das Ihre Zustimmung? Sieht gut aus. Eine wohlüberlegte Wahl, Kerl. Passt auf euch auf, mein Freund. Winnie. Freut mich, dass ihr zurück seid. Wie gefällt euch das, Pylons? Es ist auf eine ansprechende Art abgelegen und völlig einzigartig. Wäre diese Kantine auf Coruscant, könnten die Preise viermal so hoch sein. Und es stünden trotzdem Leute vor der Türschlange. Glück mit dem Datapad. Hab Doma gefragt. Sie arbeitet daran. Nochmal danke für deine Hilfe, Cal. Nicht der Rede wert. Gerne schön. So bin ich. Ein Netter. So, ist nur noch Zeit für eine Runde Taktik. Die Frage lautet, bist du in der Lage, die übrigen Taktiker zu besiegen? Natürlich. Easy. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Viel Spaß. Vorrücken! Und runter vom Spielfeld! Diese Einheit ist erledigt! Das nenne ich einen Holo-Kill! Das Glück ist dir Holz. So, zwei gesaved. Zwei Bedlam Raiders und Dings.
Kestis muss jetzt gründlich über sein Vorgehen nachdenken. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ich nicht? Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Ja, ich bin etwas erstaunt gewesen, dass das so lief, sagen wir mal so. Könnte auch schon ausreichen. Los! Oh, er hatte nie eine Chance! Diese Einheit ist erledigt! Okay. Okay. Ich denke, ich mach dich. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ja, das lasse ich aber nicht mit mir machen. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Anfangen! Ausgelöscht! Und runter vom Spielfeld! Einige kluge Techniken von Kerl bringen ihn in die nächste Runde! Die haben sich trotzdem noch dumm wie Brot verhalten, möchte ich mal sagen. Das nenne ich einen Holo-Kill! Na, too much. Starker Treffer von Kerl! Ja. Gut gemacht. Deine Strategie hat sich als überlegen erwiesen. Ein Punkt habe ich mitgenommen. Ja, ich weiß. Eine noch. Diese... Diese Viecher sind der Fun in Person, echt. 7 Punkte habe ich noch. Los! Ausgelöscht! Diese Einheit ist erledigt! Meine Güte. Die Dinger sind einfach... Ich meine, wenn die anzappen, die haben riesen Viecher umgenutzt. Außen nichts. Und ich denke so, what the fuck? Anscheinend mangelt es mir an einer klaren Strategie. Also wenn wir Hast schon mal dabei Angst sind, eine Strategie? Runde geht. Das kommt noch. Nein. 25. Easy. Holotaktik! Und vorbei! Puh, eine schwere Niederlage, Kerl! Aha! Konzentrier dich! Sonst wirst du mir nie ebenbürtig. Weil, das habe ich nicht kommen sehen. Hast du keine Angst vor meiner Strategie? Das kommt noch. Sollte eigentlich ausreichen. Komm! Diese Einheit ist erledigt! Und runter vom Spielfeld! Das nenne ich einen Holo-Kill! Oh, er hatte nie eine Chance! Interessant. Ich hab auch gedacht, dass ich einen dicken Roboter besser hinkriege. Konzentrier dich. Sonst wirst du mir nie ebenbürtig. Hast du keine Angst vor meiner Strategie? Dass ich das nicht das skippen kommt kann. Noch. Interessant. Vorrücken! Ausgelöscht!
Diese Einheit ist erledigt! Oh, mach's gut, leb wohl! Und runter vom Spielfeld! Wird halt weggeflankt. Ja, sehr gut. 3, nice. Ohne Scheiß, die Dinger sind so übel. 14. Lass die Schlacht beginnen! Und vorbei! Das nenne ich einen Holo-Kill! Oh, er hatte nie eine Chance! Und habt ihr das gesehen? Diese Charge-Viecher, ey. Weiter. Einfach insane. Oh. Weiß sie. Schauen wir mal. Anfangen! Das nenne ich einen Holo-Kill! Auf jeden Fall hat er schon mal gleich 50%. Und vorbei! Diese Einheit ist erledigt! Und runter vom Spielfeld! Ein Jammer. Konzentrier dich. Schade, dass ich dann einfach nicht die eine Runde neu machen kann, ne? Okay, aber ja, hast ich verstehe. Hast du keine Angst vor meiner Strategie? Nein, habe ich nicht. Das kommt noch. What did we hear? So, wir haben einfach komplett einfach alles geranged, oder? Ich glaube, so haben wir das gemacht, oder? Lass die Schlacht beginnen! Oh, mach's gut, leb wohl! Und vorbei! Ja, war genauso, genau. Das nenne ich einen Holo-Kill! Kerl, wir versuchen, diese Leistung in der nächsten Runde zu wiederholen! Interessant, wie mache ich das denn dann beim letzten? Mache ich dann nur diese Spike-Viecher? Hier war es ja relativ cool. Ich glaube, das reichte. Holotaktik! Unser junger Teilnehmer hat einen Lauf! Diese Einheit ist erledigt! Oh, er hatte nie eine Chance! Nice. Meisterlich gespielt. Ach, das ist natürlich nice. So. Na, das schauen wir uns nochmal an. Lass die Schlacht beginnen! Das nenne ich einen Holo-Kill! Karl Kestis zeigt am Ende seine Überlegenheit! Wie dumm.
Ja, absolut dumm. Na ja, gut. War trotzdem gut gemacht. Guck mal. Irgendwas Schönes für die Folge. Bessere Strategie gewinnt. Immer. Was Schönes für die Folge muss da sein. Guck mal, wir haben noch... Oh, Scuba kriege ich auch noch. Oh, Scuba für den Schnäuzer ist natürlich nice. Unentdeckt. Ah ja, das sind alles Sachen, die kriegen wir aber bei Gelegenheit mal hin. So, ich würde sagen, liebe Leute, wir gehen jetzt ein bisschen Storytime weiter. Bis in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.